Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich habe die Grafik jetzt mal hier hochgestellt, denn heute kam meine neue Grafikkarte, beziehungsweise für euch gestern. Und ja, ich habe gedacht, ich probiere das mal hier aus. Also die Karte sollte es auf jeden Fall packen. Bei der CPU, ja, die könnte langsam in Rente gehen. Deswegen, wenn es einen Ruckler gibt, dann liegt es an der CPU. Aber scheint ja ganz flüssig zu laufen. Ich habe ganz gut Holz aktuell. Dann würde ich, glaube ich, auch noch ein paar Upgrades hier machen. Das war hier unten, genau. Und dann hatte ich ja hier so ja, den neuen Bezirk hier aufgebaut. Dann ziehen wir den auch hier noch ein bisschen weiter. Genau, hier um den Hafen rum sollte es ja relativ groß sein. Und gleich habe ich schon kein Holz mehr. Und ich habe gestern, als ich die... Ich schreibe ja immer unter die Videos Informationen, also Zusammenfassungen von den Folgen und auch zu den Spielen dann immer die ganzen Infos. Und da habe ich erfahren, dass die Entwickler von diesem Spiel hier auch aus Rheinland-Pfalz kommen. Fand ich auf jeden Fall echt cool. Hat mich echt überrascht, dass sie aus Deutschland kommen und vor allen Dingen auch, dass sie hier aus der Nähe kommen. Wobei, Anno habe ich schon gehört, dass sie aus Deutschland kommen. Aber ich dachte immer, ziemlich weit weg. Aber nein. So, jetzt habe ich genug abgegradet hier. Jetzt dürften ja auch neue Farmer dazukommen. Mit dem Geld. Mit dem Geld sieht das echt gut aus. Ich gehe da auch jetzt so langsam gut ins Plus. Jetzt geht es langsam runter. Okay, ihr braucht Wurst und Brot. Wurst und Brot und eine Kirsche brauchen die. Eine Kirsche. Wo haben wir die denn? Das war mir noch aufgefallen beim Hochladen. Die wollte ich nämlich auch noch gebaut haben. Ach hier, wahrscheinlich, ja, alles klar. Church. Die würde ich ja schon gerne hier so hinbauen. Schwierig. Nee, das ist nicht gut. Oh, hier wäre das gut. Ah, natürlich. Ich brauche viel mehr von den Steinen. Da brauche ich viel mehr von. Productivity. Okay, oh wow. Kann ich hier? Nee. Achso, das sind auch Vorkommen, wahrscheinlich Eisen oder so. Nee, Öl, alles klar. Öl, macht Sinn. Theoretisch könnte ich hier direkt drüber bauen, dass wir dann hier auch weitermachen können. Trade Onion, alles klar. Da brauche ich echt 25 für. Das könnte einen Moment dauern, bis ich die habe. Ich überlege. Ich glaube, ich baue erstmal hier das. Hier muss ich ja wieder gucken. Alles klar, Spiel wurde gesaved. Hier muss ich bestimmt gucken. Ach nee, okay, das sind dann einfach auch wie hier. Sind das dann einfach Schweine, die hier schon... Ja, wie soll ich sagen? Die schon eingefangen sind, beziehungsweise einfach ja, auf der Farm aufgezogene Schweine. Ich glaube. Komm, ich brauche hier. So, ihr braucht wahrscheinlich. Genau, das meinte ich. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Hier kann man da so einfach verschieben. Und dann bauen wir. Was? Ey, wieso ist das denn jetzt so groß? Moment, so war das. Kamera drehen. That blooming turnip was the size of her head. Kann man das denn irgendwie drehen? Ich weiß ja nicht, also... Ups. Also... Am liebsten wäre es mir, wenn ich das hier wirklich drehen könnte.
Nee, da... Ach, komm, was soll's. Ja, mach ich mal hier weiter. Schlachthaus direkt neben... Boah, das wäre so fies. Direkt neben den Schweinen das Schlachthaus. Dann könnte ich schon mal gucken, was denn da passiert mit denen. Ist vielleicht aber auch nicht die dümmste Idee, das direkt in der Nähe zu machen. Ah, vielleicht hier so um die Ecke. Wobei, das sieht ja eher aus wie eine Art... Oder sie... Ach nee, okay. Alles klar. Da hängt das Fleisch. Das sah gerade aus wie so ein Café, so ein bisschen. Also zumindest, wenn man das Fleisch da nicht hängen sieht. Ich glaube, dann mache ich das doch... Oh, hier schön an der Ecke. Das finde ich gut. Ihr braucht dann Schweine. Alles klar. Da muss es doch irgendwas geben. Ach, alles klar. Drehen mit mittlerer Maustaste. Dann haben wir das auch gelernt. Wunderbar. So, ihr habt dann bald Wurst. Und Brot wolltet ihr. Genau, Brot. Grand Farm. Ich glaube, ich baue hier hinten so ein paar schöne Farmen, die sich zum Meer hin erstrecken. Ich mach das jetzt dahin. So. Dann mache ich das mal hier hin. Und dann so. Dann könnte ich da vielleicht noch einen Baum auf die Ecke setzen. Mache ich aber jetzt nicht. Oh wow, 144. Ups. Once we're done here, we can bag some rabbits. Dann machen wir das. Oder warte mal. Fields might help. Kann ich? Jetzt muss ich halt wirklich genau einen guten Punkt finden. Denn ich will schon die gesamte Größe verwenden. Moment, das war's doch gerade, oder nicht? Nochmal. Ah, alles klar. Genau das wollte ich so. Ja, das sieht schön aus. Schön am Wasser. So muss das. Alles klar. Für Brot brauchen wir aber noch was, ne? Genau. Eine Mühle? Oh ja, die bauen wir auch hier unten hin. Die gehört einfach ans Wasser, in die Nähe von Wasser. Könnten wir? Ja, das... Genau, die baue ich dann so direkt mit einem Weg verbinden. Oh. So. Okay, hier ist ein bisschen komisch. Da muss ich mal kurz ran. So, alles klar. Ach, ich verstehe. Das war die Zufahrt, glaube ich. Deswegen einfach hier. Ach, das. Ich dachte gerade, da wäre ein Feuer ausgebrochen. Dann würde ich hier noch so ein bisschen was runter machen. Alles klar. Und hier nochmal so. Genau. Ihr braucht Vorräte. Wahrscheinlich ein Warenhaus. We need something first. Zumindest ihr braucht wahrscheinlich ein Warenhaus. Na, achso, Mann, ich komme schon wieder auf Escape. Nein. Ihr braucht dann noch eine, ja, macht Sinn, Bäckerei. Oh Gott, nein, falsche Taste. So, das geht auch gerade noch. Machen wir auch direkt hier vorne hin. Und dann würde ich auch hier noch ein paar Häuser hinbauen. Okay. Warum ist das rot? Geht aber noch. Warum ist denn hier der Weg schon wieder weg? Ach so, ich habe den gar nicht bestätigt. So, jetzt ist der Weg da. Dann werde ich hier noch so ein paar vereinzelte Häuser hinbauen.
Genau, einmal hier. Und hier. Das kann man ja später noch alles größer bauen. Ich will nur jetzt einfach hier, dass das so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ein schöner, kleiner, ruhiger Teil der Stadt am Meer ist. Oh, sieht doch ganz gemütlich aus hier. Hier muss ich auf jeden Fall wieder höher kommen. Wie sieht es hier aus? Produktivität habt ihr voll. Das heißt, ich muss hier eigentlich noch nach weiteren gucken. Das heißt, ich werde hier rüber bauen und da oben hin gehen. Moment, dann baue ich hier rüber. Genau, machen wir hier doch relativ gerade. Dann kann ich hier und hier noch Sägewerke hinbauen. One final look. Alles klar. Really, entirely marvelous to meet you. And that we may show truth or anything okay. Actually in my our project. Kann ich denn hier? That is a wonderful idea. Natürlich, nur die guten Sachen. Alles klar, raus damit. I won't stand in your way. So, ich meine, ich weiß nicht, wie gut das ist, aber es kann ja natürlich sein, dass dann dadurch einfach, weil es heißt, die Stadt floriert, die Leute das auch dann, ja, mehr überzeugt, dass sie dann auch einfach mehr Bock haben. Hallo, das ist gut, richtiger Arbeiter auch hier. Alles klar, dann ein Warenhaus, ganz klar. Und dann auch hier direkt vorne hin. Dann haben wir das wieder mit dem Weg. Alles klar. Oh wow, Holz geht echt gut. Es geht sehr weit hoch. Ich glaube, hier kann ich sogar in den einen Wald zwei Stück bauen. Hier eins hin. Alles klar, Tatsache. So ein bisschen drehen. Und hier natürlich geht's auch nochmal. Oh. Und hier dann einfach in der Mitte ein. Ja, ein Holzlager. Ich habe eine Idee. Das machen wir mal seitwärts. Dann machen wir das hier einfach rum. Und dann können die, die irgendwas brauchen, können einfach hier reinfahren, werden mit den Kränen bedient und fahren dann hinten wieder raus. Und wife in wie beim Mac ist. Alles klar. Was braucht ihr? Achso, ihr. Alles klar. Wie sieht's mit Fisch? Oh, Mann, ich muss noch so ein bisschen reinkommen. Mittlere Maustaste und rechte Maustaste. Wie sieht's denn hier mit Fisch aus? Wow, immer noch top. Alles klar. Alles klar. Hier brauche ich auf jeden Fall. Da muss ich auf jeden Fall irgendwas noch finden. Ich weiß nicht, ob das hier das jetzt noch einfach besser machen wird, aber ja, ich bezweifle das. Dann könnte ich hier noch eine Feuerwache bauen. Die brauche ich dann, glaube ich. Ups. Die brauche ich dann, glaube ich, hier vorne ran einfach. Ja. Oh. Und jetzt ganz, ganz viele Farmer. Das hier könnte ich mit der verbinden. Ups, was mache ich denn? Läuft. So. So. Genau, dann mache ich hier jetzt ein Verbindungsstück. Genau. So. Sieht ja ganz gut aus. Und dann, oh, jetzt habe ich was Falsches gewählt. Genau, hier das. Dann würde ich hier noch welche hinbauen.
hier eine ganz einfache Stadt erstmal. Eine ganz einfache Erweiterung. Genau, hier einfach mal so ein bisschen Block bauen. Ja, hier geht es schon nicht mehr ganz. Dann wird das hier mit den ganzen Blöcken New York. Dann geht einfach eins rüber, dann kann ich auch hier nochmal rumbauen. Und dann könnte ich... Das wäre sogar keine schlechte Idee. Dann genau, alles klar. Und hier dann auch wieder ein paar Häuser rein. So, und die anderen dann so ein bisschen upgraden. Und hier geht es jetzt auch wieder richtig zur Sache. Alles klar, wie sah es denn hier aus? Ist alles geupgradet bis hier runter? Ach, Moment, hä? More's the merrier. Wieso geht das nicht? Cannot up. Achso, ja, das macht Sinn da. Promotion not possible. Achso, ihr braucht wahrscheinlich noch mehr. Okay, Low Fire Chance. Wir brauchen wahrscheinlich noch einfach mehr. Ja, wie soll ich sagen? Mehr Bewohner. Damit einfach das Haus mehr ausgebaut werden kann. Wäre mir eigentlich ganz gut. Oh. So, und dann hier schön Grüße, große Büsche. Und wenn man dann hier vorbeigeht, sieht man einfach das Meer. Alles klar. That fish pie smells good. Alles klar. So was. Ich glaube, dann baue ich auch hier direkt schon mal ein bisschen weiter aus. Achso, das war hier. Ja, genau. Machen wir hier so eine Parallelstraße. Ach, Mist, ihr verliert dadurch. Alles klar. Jetzt haben wir es weg. Okay, das muss ich auch nochmal machen. Dann ziehe ich das nämlich. Genau, dann ziehe ich das nämlich direkt da vorne rum. Achso, das war der Baum. Alles klar, ich dachte schon, da wäre jetzt die Straße verschwunden. Ups. Jetzt habe ich falsch gesetzt. Das hier noch rüber. Dann. Gut, dann lass das so. Mann. Alles klar, dann baue ich da einfach noch hinten rum eine Straße lang. Ich überlege. Oder machen wir hier mal so ein bisschen mehr abstrakt. So. Don't even mind the neighbors. Genau. Und hier einfach noch eine Straße runter. Hier ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen ungenutzter Platz. Oh, falsch. So. Alles klar. Auf der Seite überlege ich mir noch was. Ach ne, da ist ja auch Baumfelder, warte mal. Okay, ein bisschen Platz habe ich da noch. Ich könnte mal gucken, die brauchen ja auch Sachen. Schnaps kriegen die auch noch genug. Achso, das ist der Markt, alles klar. Ach ja, stimmt, der ist ja hier unten. Dann brauche ich da ja auch erstmal noch keinen. We all like a nap in the orchard.
Ja, komm. So. Should have been a sailor. Alles klar. Boah, sieht ja schon mal ganz wohnhaft aus. Okay, 700 im Plus. It's brought on my lumbago. Ihr wolltet noch gucken. Moment. Achso, Quatsch, ihr habt ja gar nicht die Bedürfnisse, weil ihr noch gar nicht geupgradet seid. Wahrscheinlich auch nur hier die Bedürfnisse. Genau, ihr braucht auf jeden Fall die Kirche. Die kann ich, glaube ich, jetzt bauen, ne? Hier, Workers. Church. Nein, noch nicht. Aber bald. Alles klar. Was willst du denn hier? Mhm. Einfach mal gucken. Ah, ich verstehe. Produktivität. Das wäre ja hier angebracht. Ja, ich baue es dahin. Alles klar, dann machen wir jetzt direkt eine Wegverbindung hier vom Tal. Ja, rum. Alles klar. You outdo yourself. Wusste ich es doch. Dafür ist das gut. Da haben wir jetzt wieder drei für gebraucht. Aber es läuft. Es läuft. Nothing could be done. More's the merrier. Alles klar. I had a job on. Die sind wahrscheinlich auch schön fleißig. Ja, die sind sehr fleißig. Da finde ich dann schon Öl. Da werde ich dann auch weitermachen. Ach, sieht doch schön aus. Ja, das kann ich ja mal zumachen hier. Don't even mind the neighbors. Ja, sehr schön. Dann hier noch ein schönes Thumbnail zum Abschluss. Alles klar. Gut, dann ja, sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Würde mich auch freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich drüber freuen und sage bis dahin tschüss und bis zum nächsten Mal.